Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider und der Barackenstadt, bei der wir im letzten Part sofort beschossen wurden. Und hier lauern natürlich noch viel mehr gruselige Gestalten auf uns, die wir unbedingt erledigen müssen. Mal schauen, wo sie sind. Ich sammle erstmal alles ein, was geht. Oh Mann, zum Glück kann man keinen Geruch simulieren hier. Das riecht hier alles nicht so gut, wahrscheinlich. Ja, voll daneben. Aua. Immer Angst, dass irgendjemand das hört, aber das wird hier ja zum Glück getriggert, wann wer was mitbekommt. Ich glaube, noch haben wir einfach genug Zeit, uns hier umzusehen. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Sehr hübsch. Ja, die Japaner wussten es schon früh, schöne Dinge zu gestalten. Kann auch sein, dass ich mich jetzt ab und zu hier verlaufe. Nur so ein bisschen. Ist alles voll, okay. Ach, hier kommen die schon. Achso, okay. Sah eben nicht so aus, als wäre er so schnell gestorben. Aber hier wollte ich noch gar nicht hin. Wir gehen nochmal eben zurück. Ich wollte mich nämlich noch ein bisschen umgucken. Weil ich dachte, man muss geradeaus. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel schon sehr lange nicht mehr gespielt. Das ist ja auch schon älter. Mittlerweile ja schon 5 Jahre alt. Boah, wie die Zeit einfach vergeht. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann... dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam. Die werden hier lebendig gefressen. Na, hoffentlich nicht. Ich wollte noch dahin, genau. Oh, schade. Na gut, nach da unten wollte ich gleich. Hier liegt aber nichts, ne? Nein.
lass mal die Munition mal hier liegen, weil das brauchen wir später hier, glaube ich, noch. Oh. Na? Wir kommen hier aber nicht durch, nein. Wir sind kein Schweinchen. Kein Wildschwein. Okay, gut. Von hier kamen wir ja. Wir kommen aber nicht mehr hier hoch. Doch. Okay, dann gehen wir jetzt links weiter lang. Das scheint ja doch noch der richtige Weg zu sein. Ah, da bist du ja wieder. Ah, wenn ich jetzt noch zielen könnte. Na, Steuerung. Da ich nebenbei noch PUBG spiele, bin ich da auch in der Steuerung ab und zu drin. Wollte mich gerade bücken. Es ist zu ruhig. Oh. Von da oben kommen wir noch in so einen Raum. Ich war hier gerade schon, da war noch niemand. Viel zu entdecken hier. Sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Hm? Wo ist die Information, die versteckte Information? Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Na gut. Fallen wir mal hier runter. Und auch hier. Ich glaube, da kommen wir noch rein. Also so langsam müsste denen ja auch auffallen, dass ich hier rumgucke. Ach ja, genau. Wenn wir gleich diesen Gang lang gehen, dann kommen die. Vorher versuche ich noch ins Grab zu kommen, ohne dass sie mich stören. Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, ein Pferdchen. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Hm. Auch das schafft es. Bis zur Insel. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht, wenn ich hier zum Grab... Moment. Alles mitnehmen. Okay, von hier kamen wir runtergerutscht.
Gut, dann schauen wir uns mal das Grab an. Mist, hier kam die also doch. Orientierung. Da. Kann ich mich abschießen? Nein. Okay, das hätte auch noch was schneller gehen können. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ah. Aber jetzt. Jetzt, nachdem wir alles erledigt haben, können wir ungestört das Grab machen. Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Verzweiflung. Nimm es doch. Yeah. Diese ganzen Hände. Ich überlege gerade, welches das nochmal war. Nein. Ja, ich wollte mich eigentlich dran festhangeln. Na gut. Runter springen geht natürlich auch. Und durch dieses enge Ritzchen. Quelle der Tränen. Lass mich überlegen. Ah. Moment, wir gehen erstmal hier zum Feuer und upgraden. Ey! Zum Feuer gehen wir und upgraden uns. So. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Mal schauen. Bogen haben wir ja. Okay, voll. Ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Perfekt. So, und jetzt ist das Köpfchen gefragt. Okay, wir müssen ein Gewicht wahrscheinlich irgendwo draufwerfen. Darauf. Wahrscheinlich hier oben drauf, aber ich schaue mich nochmal eben unten um. Aber hier ist nichts. Okay. Dann werfen wir das Ganze mal auf die Plattform. Ungefähr so. Aber das reicht natürlich nicht, denn liegt noch mehr. Das reicht auch nicht. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Okay. Dann springen wir mal hier drauf. Und werfen das Ganze wieder weg, schätze ich mal. Wahrscheinlich bringt das nichts, oder? Weil wir sind hier immer noch schwer.
Ja. Okay. Okay. Ach, und dann schnell nach oben. Oh. Wahrscheinlich, ne? Ja. Was anderes fällt mir hier nämlich auch nicht ein. Es geht einfach um Schnelligkeit. Weil draufschießen bringt mir ja nichts. Vor allem nicht von unten. Oder? Nein. Okay. Ich glaube, das war wirklich nur Schnelligkeit. Oder? Während es direkt runterfällt. Eins von beiden. Vielleicht reicht auch nur eins. Ja. Okay, meine Theorie ist schon mal ganz gut. Aber von hier aus komme ich hier nicht schnell hoch, ne? Nein. Okay, die Theorie funktioniert schon mal. Vielleicht reichen auch nur zwei und ich hüpfe schnell drauf? Nein. Es müssen drei sein. Okay. Dann komm mal runter. Na, na gut. Vielleicht, wenn man auch nur einen wegnimmt. Ja. Oh, jetzt war ich zu langsam. Oh, warte. Na. Ah. Oh Mann. Okay. Okay, mit zwei Stücken geht es. Geh hoch, geh hoch. Aha. Sehr gut. Genau, wie beim letzten Mal, das letzte Grab, was ich nicht geschafft habe, weil es einfach vom Timing super krass ist und ich da zu blöd für bin. Das wiederholen wir natürlich auch noch in einem extra Video. Aber wir wollen uns davon natürlich nicht aufhalten lassen und wollen die Story spielen. Und wenn die Dinge zu lange dauern, dann wiederhole ich sie einfach später. So. Und weiter zur Story. Da glitzert was. Hier ist nichts. Okay, dann wollen wir mal in den Kampf. Schnell zurück. Oder auch nicht. Doch, kann sie. Aber
Oh, gefährlich hier. Schnell weg. Nein, ich wollte den Kanister treffen. Naja. Erstmal ein bisschen auf Entfernung gehen. Ah. Ja, gut. Na los. Nicht festhängen hier. Na los. Der will mich hier bewerfen. Na. Ah. Boah, nerv mich doch nicht hier. Moment, von wo? Ich mochte die Stille eben noch. Okay, sehr gut. Die ersten haben wir geschafft. Dann gebt mir mal all euer Bergungsgut und eure Waffen und eure Munition. Mehr. Dann können wir gleich direkt wieder aufwerten. Das ist einfach so ein Zwang. Man will einfach zu den Pfeilen hinrennen und sie aufnehmen, aber ich habe leider nicht genug Platz. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ach so, ich war schon richtig. Gut. Okay. Es klemmt. Können wir das anfackeln? Ja, ne? Na, dich. Na, bleib stehen. Schade. Highway to Hell. Dann werten wir nochmal alles auf, was wir können. Ein Fähigkeitspunkt. Ach ja, hier wollten wir Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht die Mitnahme von mehr Munition, der maximalen Munitionsmenge. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Mehr Munition ist immer gut. Gut. Da haben wir alles. Eins fehlt uns hier noch. Können wir das machen? Ja. Ein polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Jo. Nehmen wir mit.
Nach der Baracken-Action machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht's gleich weiter mit Baracken-Action Nummer 2 durch das nächste Barackengebiet. Oh Mann, alles klar, dann bis später. Tschüss.